Willkommen zu einem weiteren random Steam Game. Heute spielen wir Froggun. Ich sag mal auf jeden Fall mal Froggun. Das Spiel ist ein sehr lustiges 3D Jump and Run Platformer Game mit einem lustigen Gimmick, nämlich dieser Froggun, mit der wir wie ein Enterhaken durch die Welt uns schießen können. Dazu dann aber im Gameplay mehr. Ich habe das Spiel random einfach gefunden auf Steam für ein paar Euro, so 6 bis 10 Euro oder so. Könnt ihr euch auf jeden Fall schnappen. Ich weiß nicht, ob es auch auf anderen Plattformen gibt, aber damit schon mit der Info weg. Und ich würde sagen, ohne weiteres Geplapper, denn ich weiß sowieso nicht mehr, als was ich euch erzählt habe, starten wir direkt mal hinein. Das wird ein längeres Game. Kann es so sein, dass wir hieraus ein paar mehr Folgen machen werden. Ich merke gerade, dass die Musik vielleicht immer noch ein bisschen zu laut ist. Man kann übrigens die Musik nur so ein bisschen tippen, dann kann man es runterdrehen. Das ist irgendwie sehr weird gemacht, wenn ihr mich fragt, aber I guess es funktioniert. Naja, egal. Starten wir erstmal rein. Hi, ich bin Renata. Ich gehe immer mit meinen Eltern auf Abenteuer. Sie sind Archäologen und Erfinder. Ich liebe sie. Aber in dieser Expedition wollten sie nicht, dass ich mitgehe. Sie sagten, es sei gefährlich. Die haben mir gesagt, ich soll auf dem Camp bleiben. Aber nach 2 Tagen sind sie noch nicht da gewesen. Ich werde sie retten und zeigen, dass ich es genauso drauf habe. Ich save euch, Mom und Dad. Okay, sehr kurze, knappe Story, aber mehr muss auch nicht gesagt werden. Hier spielt eher das Gameplay eine Rolle. Und ja, wir sind ein kleines Girl, das nach Mom und Dad sucht. Und wir haben jetzt eine Erfindung von Mom und Dad, und zwar die Froggun. Und was die genau macht, werden wir wahrscheinlich hier im Tutorial-Level jetzt herausfinden. Ich weiß nicht, ich bin einfach so ein Zocker für so eine Grafik, ich weiß auch nicht. Und generell auch für dieses Genre, deshalb spricht mich das Spiel direkt an. Oh. So, ich spiele übrigens mit Controller, weil ich schon wusste, dass das mit Controller wahrscheinlich besser sein wird. Okay, was können wir? Wir können mit A springen, wir können kurz in der Luft stehen bleiben, damit wir unsere Gun benutzen können. Oh. Piu, boah. Okay. Hey, du da. Warte. Hey, du da. Bam. Was, warum ist denn Kermit-Icon? Pass auf, diese großen Fliegen gar nicht böse. Schieß die mal bitte ab mit B oder dem rechten Schultertaste oder versuch auf deren blöden Köpfe zu sprengen. Okay. Kann das sein, dass ich darüber kann? Ja, ich kann darüber. Chaos Emerald eingesammelt. Let's go. Oh. Oh Gott, der Jump ist echt super weird. Ich kann einfach ganz kurz springen und ihr seht schon, wie komisch das aussieht. Und ich halte gedrückt und komme mit einem normalen Jump klar. Also, bisschen weird, aber gut. Oh nein, die Frog Coins aus Mario RPG, alles klar. Die Froschengroschen, wie ich es immer genannt habe. Blöpp. Hey, warum versuche ich mal diese Wand da drüben abzuschießen? Wenn du schaffst, dann kannst du nicht rüber katapultieren. Echt? Meinst du so? Oh! Tatsache, das funktioniert. Aber ich komme nicht mehr zurück. Oh, und das scheint das Level komplett neu. Okay, aber das, was ich eingesammelt habe, das bleibt, richtig? Diese Sounds immer, die finde ich lustig. Ja doch, alles, was ich eingesammelt habe, das bleibt. Okay. Also ich kann so oft sterben, wie ich will? Fragezeichen? Habe ich ein Limit oder so? Na gut, aber es ist ja noch der Anfang des Spiels. Ich denke, so schwer wird das jetzt nicht sein. Das ist ja halt nur ein bisschen, um die Steuerung herauszufinden. Ein Checkpoint. Was, hier geht's weiter? Ey. Schwinde. Manchmal musst du dir die Gegend aus anderen Perspektiven angucken. Also dreh doch mal deinen Stick. Ja, habe ich mir schon gedacht, dass hier unten noch was ist. Schaut mal hier. Warte. Welcome to Bonus Stage. Okay, was muss ich machen? Ah, aufpassen, dass ich dann nicht runterfall. Oh, und das bricht runter. Hey, du da! Piu! Piu! Ich finde das Gimmick und das Gameplay bisher schon richtig lustig irgendwie. Also ich weiß auch nicht, wie es mit euch aussieht, aber ich kann mir schon so ein Let's Play davon vorstellen. So ein kleines, aber feines, so lange geht das Spiel nicht, ein paar Stunden halt. Aber ja, so in jeder Folge eine Welt. Warum nicht? Außerdem soll ja auch bald ein Nachfolger zu diesem Spiel erscheinen, das man auch spielen kann, wenn man diesen Teil hier nicht gespielt hat. Ich weiß, dass dieses Spiel ein bisschen in der Kritik steht, weil man hier grinden kann oder so, ich weiß nicht genau. Werden wir dann sehen. Gorni, ich kann gar nicht fassen, wie groß diese Ruinen hier sind.
Und zu glauben, dass sie 3 Monate vorher meine Contract, Love of Covenant, Total Investigation already found so many mysteries. Todd Hobbs. Okay, Lore. Wir haben Lore gefunden. Oh mein Gott. Und das scheint wohl das Ende eines Levels darzustellen. Alright. Wir haben einen dieser Flügel gefunden. Und war das jetzt alles, was dazugehört? Death's Null. Na, stimmt eigentlich nicht, aber egal. Obsidian Sky, yes. Emerald 2 von 2. Coins 110 von 110. Notes found. Das hört sich doch an wie 100%, oder? Wenn ihr mich fragt, hört sich das an wie 100%. Und da kommen noch die ersten 3 Achievements. Perfekt, das klingt gut. Warte mal, Schatz. Oh, und die nächsten 2 auch noch. Hä? Hier fehlt noch was. Oh. Ich verspreche nicht 100% zu machen. Wie ich nur jetzt schon mal gesagt haben. Nicht, dass ihr denkt, ich mache das 100%. Ich versuch's. Aber mein Hauptziel ist erstmal, das Spiel durchzuspielen. Wir können sich ja die Secrets dann auch selber raussuchen. Hey, hast du schon gewusst? Es gibt noch viel mehr Schätze, wenn du unter dem Time Limit das Level beendest. Oder in einem einzigen Versuch. Okay, ja gut. Speedrunner Mode halt. Okay. Ich kann euch jetzt schon sagen, wir hatten Speedrunner-Sachen, da müsste ich sehr viel Zeit für investieren und ich weiß nicht, ob ich darauf Lust habe. Bin ich einfach nur ganz ehrlich mit euch. Aber können wir mal kurz die Grafik appreciaten? Können wir es einfach mal kurz... Ich meine, der Hintergrund sieht aus, als wäre das so ein Tetris-Haus, aber trotzdem sieht das voll cool aus. Das sieht echt cool aus. Schaffe ich das? Ja! Expedition Diary, Day 1. Heute hat mein Mann exquisite Teile der Geschichte gefunden. Das ist ein Bronze-Ding. In der Form einer normalen Fliege. Parents of Archaeologists and the City of Inflation Spaces. Okay, ihr könnt euch das durchlesen mit der Story. Ich persönlich interessiere mich jetzt nicht so doll dafür. Hey, solltest du dich immer umschauen? Es gibt hier überall nämlich Secrets. Das ist ganz sneaky, Mann. Na, ich sehe schon, da unten ist was. Bam, bam, bam. Und hier ist noch ein Chaos Emerald. Und ein Secret. Bonus Stage. Blöp. Hey, blöp. Wie du überhaupt nicht an meiner Gun bleibst. Oh! Ich verstehe. Bam! Oh, das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Wir haben den Skull. Den Indiana Jones Crystal Skull. Und jetzt. Nein! Oh! Nein! Können wir es nochmal versuchen? Also ich kann ja hier nochmal rein. Ja. Doch. Scheint so, als könnte ich es nochmal versuchen. Kann ich das aimen? Ah, ich kann es auch aimen, wenn ich gedrückt halte. Wenn ich die Schulter gedrückt halte, kann ich es aimen. Okay, das ist sehr hilfreich. Aber ihr müsst erstmal verschwinden, die Bus. Blöp. Nein, geht nicht von hier aus. Jetzt. Okay, let's go. Ach, das war sowieso nur der Ausgang. Wow. Okay. Yay. Yeah. Das ist schon süß, oder? Ich finde das schon süß. Hey! Falls du Probleme hast, einen Shot von meiner Zunge zu machen, dann versuch mal die Schultertasten zu halten. Ja, das habe ich auch gerade herausgefunden, Kumpel. Das habe ich gerade herausgefunden. Bonk. Also ja, wie gesagt, der Jump fühlt sich sehr seltsam an. Aber alles andere im Spiel ist smooth. Oh, alle Münzen einsammeln gehört ja auch noch dazu. Habe ich überhaupt alle Münzen eingesammelt bisher? Ich habe da nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ich zock einfach nur. Ich habe einfach nur Spaß. Ohne 100% zu sagen. Ich muss doch nicht jedes einzelne Spiel auf der Welt 100%. Na, muss er nicht. Okay, Obsidian Sky, yes, Emerald 2 von 2. Ja, also das klingt für mich persönlich schon nach einem 100% Run. Sorry, aber das ist so. Ja, wir schauen mal. So, nächstes Level? Ne? Da steht, dass ich schon was habe. Oder wird es generell gespeichert? Na, wie auch immer. Nächstes Level! Twisty Bounce, glaube ich, hieß das. Ich habe erst jetzt gerade gesehen, dass da auch Namen sind unten rechts. I like it. Generell, ich mag dafür diese Art von Grafik. Zusammen mit Platformer, ihr wisst, ich bin Platformer-Fanatiker. Und ja. Wenn ihr das auch seid, dann lasst auf jeden Fall ein Sub da. Denn das hier wird lange nicht das letzte
Platforming-Indie-Game sein, das ich hier auf dem Kanal demonstrieren würde. Oder was heißt demonstrieren? Wir werden es ja wahrscheinlich komplett durchspielen, je nachdem wie ich Bock habe, aber ich werde wahrscheinlich schon das ganze Spiel durchspielen. Na, ein paar Parts. Ding, 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 ding. Ist hier noch was? Ich kann keine Stampfattacke machen, deshalb hoffe ich mal nicht, dass da noch was ist. Oh. Ich überlege gerade, wo ich lang will. Ein bisschen Open Area ist das ja schon. Würde ich behaupten. Oh, da kommen wir nicht hoch. Verstehe. Und hier können wir auch nicht lang. Also doch, wir können da lang. Ich glaube, da geht's weiter. Deshalb gucken wir uns erstmal hier um. Oder? Geht's hier überhaupt weiter? Da sind sehr viele Münzen. Das ist die Bonus. Ding, 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 ding. Ich nehme auch noch mit. Oh! Was hat mir hier die Treppe ermöglicht? Wie komme ich denn da hin? Ah! So komme ich da hin. Mit der Plattform hier. Wupp! Und. Wuhi. Nein, das war dumm! Nein! Oh, Mist. Und. Nein! Okay, verstehe. Ich darf nicht so Speedrun rushen. Nicht so Speedrun rushen. Aber das sind ich oder sieht der Boden hier aus, als wäre das so ein Diamantenerz hier unten? Ich meine, ja, das sollen Blumen sein, aber es sieht schon ein bisschen so aus, oder? Könnt ihr ruhig zugeben, dass ich recht habe. Dürft ihr ruhig. Erlaube ich euch. Ihr wisst sowieso alle, dass ich immer recht habe. So, versuchen wir es erneut. Diesmal nicht rüberschießen, diesmal einfach nur. Ich kann mit der Schulter auch springen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bringt alles zusammen. Das ist definitiv kein Plattformer für jemanden, der noch nie einen Plattformer gespielt hat. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Das ist es definitiv nicht. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Ich weiß gar nicht, wo es lang geht. Schaut mal dort drüben. Boah. Nee, warte, lass mich nochmal darüber gehen. Das interessiert mich jetzt, weil ich glaube, hier geht's dann gleich wieder zurück. Hier hin, wo ich gerade stehe. Also. Ja. Hey, dieser Block da, der hat Griffe. Versuch doch mal da zu ziehen. Oha. Ich habe noch ein Leben. Wie denn ziehen? Mit der Gun? Ah, mit der Gun von weiter weg. Yes. Bam, bam, badam, bam, bam. Hey, du da! Woohoo. Yeah, und doch, das hier wirkt auf jeden Bonus. Okay. Habe ich wohl falsch eingeschätzt. Oh, die Sprünge sehen so komisch aus. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber... Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, irgendwie. Ich würde gerne mich hier entschießen. Dankeschön. Bleib. Du bist mein neuer Freund. Dich nenne ich Hendrik. Komm, Hendrik, erleben wir die Welt und ganz viele Abenteuer gemeinsam. Aber schau mal, da ist ein bester Freund, Gustav. Ich hab Langeweile, lass mich. Ja, die beiden sind jetzt tot und leben für immer und ewig in der Hölle. Arrrr, der faule Follower ist auf der Robin Baby. Okay, was auch immer. Der Sound, wenn das Ding spricht, wie bei Banjo-Kazooie, hat das dann immer so ein Bubble-Sound. Oh, und hier gehen wir in eine neue Area rein. Interesting. Hier kann man nur so killen. Blöp, 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 blöp. Das ist ein Timer. Ein Timer für was denn? Was denn? Ach, für die Dinger. Ah, für die Koi. Oh. Warte, das kriegen wir noch hin, das kriegen wir hin. Wait. Doch, das kriegen wir hin. Von hier aus runterspringen. Lass mal hier die Münzen sammeln, weil wir es können. Jetzt schnell. Blam. Hoch. Und. Yes. Got it. Good job. Badam, bam. Haben wir die Münzen jetzt noch bekommen? Ich will's auch mal hoffen. Oh no. Hey, du da, komm mal mit. Hier, dich können wir aufschließen. Und that's it. So, was haben wir alles? Null Tod ist eine Lüge. Ob sie uns gar nicht uns gefehlt. Oh, uns fehlt irgendwie hier ein Bonuslevel. Ah, schade. Aber wie gesagt, fürs Erste lasse ich das mal mit den 100%. Ich möchte erstmal nur durchzocken. Und euch das Spiel einfach nur zeigen. Natürlich versuche ich, alles zu sammeln. Sonst macht es ja keinen Spaß. Aber ja, komm, was hast du zu sagen? Hey, wenn du auf diese Kiddie-Pools reinspringst, ist es voll okay. Aber pass auf, es gibt noch tieferes Gewässer und du weißt, dass du nicht schwimmen kannst.
Okay, wir können also nicht schwimmen. Hat sie kein Seepferdchen? Ah, das muss er noch ihr beibringen. Hey, diese grünen Blöcke da sehen ziemlich sass aus. Ich wette, da gibt es einen Knopf, wo man die aktivieren kann oder so. Stehe. Ich traue mich nicht darüber zu jumpen. Ich könnte es, aber ich würde nicht überleben, glaube ich. Hey, pass auf! Diese Felsen da, die sehen ziemlich gefährlich aus. Von wo kommen die überhaupt? Ja, von dem Mund, von diesem Ding da natürlich. Bong, bong, bong. Kann ich da hoch? Das ist halt schade, dass ich nicht einmal zack machen kann. So. Und dann nochmal von da abspringen kann, um mehr Halt zu gewinnen. Das wäre cool. Aber das ist leider nicht so. Oh, das geht. Haha, ausgetrickst, Spiel. Aua, ey. Hier ist der Knopf. Ich habe ihn gefunden. Und leider in der Luft abschießen funktioniert auch nicht wie immer. Aber es ist trotzdem ein süßes Spiel. Das ist trotzdem ganz nett gemeint. Und hier ist ein Fliegenpilz. Ah ne, es ist kein Fliegenpilz. Das soll, glaube ich, eher... Warte. Yes. Eher so ein Fliegenbouncer sein. Das sieht aus wie ein Fliegenpilz. Lass mich. Wenn man rennen könnte, wäre cool. Aber man kann nicht rennen. Ich habe es gerade mehrmals ausprobiert. Man kann in diesem Spiel nicht rennen. Ich bin so schnell, wie ich bin. Oh, schaut mal da. Das ist echt gut versteckt. Das wirkt wirklich out of bounds. Cool. Oh. Okay, wir können wahrscheinlich da nicht schwimmen. Oh. Süß. Floater. Okay. Nein, können wir nicht, aber... ja, I don't know. Ich würde es nochmal versuchen. Bonk. Stimmt, wir können auch auf die Gegner drauf springen. Stimmt. Oh Gott, ernsthaft? Muss ich jetzt wirklich warten? Was ist das eigentlich da hinten? Ach, da hinten ist das Bonuslevel. Schaut mal da im Hintergrund. Das ist das Bonuslevel. Wir werden nicht in ein neues Level geportet, wir werden einfach nur in ein neues Areal da hinten geportet. Ah. Smart. Süß. Echt süß. Okay, versuchen wir es nochmal. Auf dem Ding können wir ja stehen bleiben. Aber wie komme ich denn jetzt weiter? Ah, bin ich blöd. So natürlich. Spring. Und schnell. Yippie. Good job. Und wo erinnert mich das? Ich glaube, der Sound an... Diese Münzen einsammeln Sound erinnert mich irgendwie an den Sound von Link to the Past. Wenn man da Rubine einsammelt. Das hört sich sehr, sehr ähnlich an. Hört mal. Moment. Das klingt schon echt ähnlich, oder? Finde ich zumindest. Ja, die Froschenkroschen nehme ich mal mit, du. Auch wenn es keine Froschkroschen sind, das würde sehr gut passen. Zum Theme des Spiels. Hey, diese Dinger da sehen lecker aus. Kann ich sie mal ablecken? Ja, noch hier. Nam. Boy. Kannst du die auch mal ablecken? Oh, nice shot. Ein geheimer... Eine Münze, meine ich eher. Ah, wie komm ich da hin? Hä? Was zur Hölle? Wow. Wie komm ich denn da rüber? Hier kann ich ja... Ah, hier kann ich stehen. Aber das reicht nicht. Ich kann spam. Teilweise. Ich kann hier stehen. Oh. I mean... Vielleicht funktioniert das ja. Oh, nein! Ach komm! Komm schon. Nee, das ist mir so wichtig. Ich will das jetzt nochmal probieren. Ja, man muss ja schließlich alle Münzen sammeln, ja. Oh mein Gott. Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Hallo! Hä? Okay, so soll man das höchstwahrscheinlich nicht machen. Ich geb's jetzt auf. Anders wüsste ich jetzt nicht. Ich wüsste jetzt halt nicht, wie ich da weitermachen soll. Egal. Ey! Schubst er mich einfach weg? Hat er einen Knall oder was? Der muss mal ordentlich von dem Frosch abgeleckt werden, glaube ich. Hast du verstanden? Bonk, schup, bonk, schup. Oh. Da oben sind ein paar Zettel. Bist du. Oh.
hier sind noch Vasen, die ich übersehen habe. Ganz viele. Ich guck mal, ob ich die noch schnell bekommen kann. Ja, so ungefähr. Komm ich da nicht hoch? Da? Geht das nicht? Nee, ganz knapp leider nicht. Schade. Bonk. Wie so eine Trommel klang das gerade. Hello, Expression Library. Bisschen hoch. Bisschen Story. Und bisschen Mördern. Mördern, sagte ich. Ah, ich kann die Boilers damit auch kaputt machen. Huh. Interesting. Was, wie komm ich denn da? Ich hab's verstanden. Wie komm ich da hoch? Ah, ich seh's, ich seh's. Und zwar von hier aus. Blöp. Der glitzert so, weil er sich bewegt, scheinbar. Oh, aua. Wow, das war falsch, aber es hat funktioniert. Also sag ich nichts gegen. So, ein Charis Emerald. Hey, zieh mal die Box mit meiner Zunge! Sollte nicht allzu schwer sein. Ja. Blöp. Ah, immer eins kann ich schieben. Manchmal. Wenn ich... Ah, okay, ich muss immer mindestens einen Block Abstand halten. Sonst ist das eben zu doof. Kannst du direkt ganz viel? Ja, kann er. Okay, wenn ich gedrückt halte, macht er die ganze Zeit. Okay, perfekt, perfekt, perfekt. Perfekt! Wird die alle Münzen haben wollen? Und ich meine, warum nicht? Die müssen jetzt auf die Art und Weise nochmal erledigen. Den Job. So, und da hinten scheint schon das Ende zu sein. Oder? Weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Ich warte lieber. Boah, das war knapp. Bam, bam, bam. Wow, das Ding geht runter, oder? Ja, das ging runter. Warte, da ist ein Schalter. Blöp. Und da hinten ist noch so ein Ding. Oh. Das muss ich mich drüber katapultieren. Ich mag aber die Wandbemalungen, die sind cool. Lass mich rüber. Perfekt. Du da, du kommst in den Magen meines Froschileins. Und da ist auch schon das Ziel. Ja. Aber ich frage mich wirklich, behalte ich alles, was ich schon gesammelt habe? Oder muss ich zum Beispiel die Münzen dann alle komplett neu sammeln, wenn ich nicht im First Try habe? Yes, 1 von 2. Nicht alle Münzen, aber Noten gefunden. Okay, wenn ich jetzt auf Retry drücke. Ich will wissen, was passiert. Okay, ich muss alle Münzen neu sammeln. Wie sieht's aus mit anderen Sachen? Photo Mode? Was? Das wird. Warte. Oh. Was? Das scrollt so komplett durch. Aber es hört nie auf. Was? Es hört nie auf. Okay, es ist lustig. Aber mehr steht da nicht? Also hier im Menü steht. Ah, warte. Ich glaube, nur Münzen muss man dann alle neu sammeln. Ansonsten. Die anderen Collectibles, glaube ich, gehe ich mal von aus. Gehören da nicht dann dazu? Hab keine Ahnung. Aber hey, wer bist du denn da? Race on the top side. Wir machen jetzt ein Wettrennen. Oh, wie süß. Das, was der da hat als Gun, will ich haben. Der hat so eine pinke Schlange als Gun statt ein Frosch. Komm ich da hoch? Nee. Ach, da oben ist das Ziel, hab ich gesehen. Aha. Oh. Hi. Ah! Von wo kommst du denn her? Hi, ich bin Jake. Und das ist mein Freund und Partner in Crime, Snatch. Was bringt dich denn hierher? Ich bin Renata und das ist meine Frog Gun. Hey, schön dich kennenzulernen, schätze ich. Wir sind hier, um meine... um deinen Schatz zu ergattern natürlich. Was denn sonst? Das wollte ich überhaupt nicht sagen. Nun... Du wirst sowieso nicht diesen Schatz bekommen. Nicht, wenn ich ihn zuerst bekomme. Komm, lass uns ein Wettrennen machen. Froschgirl? Hey! Puh, okay, okay, okay. Aber ich muss doch alles einsammeln wahrscheinlich, oder? Währenddessen? Oh Gott. Oh, er ist viel schneller als ich. Ich brauch die Münzen. Hey, da kann ich sogar punchen. Der hat doch einen Knall. Aber wir können abkürzen. Let's go. Wir sind vorne, wir sind vorne, wir sind vorne. Das musst du ausrüsten.
Aber für wie lange sind wir vorne? Ah, ich muss alles einsammeln. Oh nein, da habe ich was verpasst. Ja, ich habe schon gesehen, ich habe da ein paar Vasen verpasst. No, no. Und da oben ist auch noch irgendwas. Hey. Ist er hinter mir? Er ist bestimmt noch hinter mir. Bam, bam. Ist irgendwo hinter mir. Die Musik geht ab. Okay, oh, da ist er schon. Hey, verschwinde. Oh, oh. Was macht der? Oh, er geht rum. Okay, er geht außen rum. Okay, dann mach du das mal. Bloing. Bonk. Oh Gott, da ist er schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So viel zu 100%. Okay, ich muss weiter. Ich muss weiter. Raus da. Zack, zack. Abkürzung. Hoffe ich? Denke ich? Aua. Oh oh. Boing. Egal, egal. Ich hab sowieso nicht alles. Nein! Oh, ärgerlich, 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 ärgerlich. Ich hab's nicht bekommen. Aber ich bin Erster, ich bin Erster. Verdammt, ey. Du bist gut, Froschgirl. Ja, den Schatz kannst du behalten, aber nächstes Mal geht's auf meine Weise. Wie du meinst, Kumpel. Ah, jetzt kann ich mich bewegen. Oh, oh nein. Ho, ho, ho. Diese Ruinen werden immer voller letzter Zeit. Hey, ich bin Renata. Wer bist du? Ah, natürlich. Wo sind meine Manier? Du kannst mich Hatter nennen. Ich bin diese Ruinen seit einer langen Weile. Ich tausche mit Wanderern, vorbeikommen und ja. Was hat dich denn hier gebracht, Renata? Ich suche nach meinen Eltern. Ich glaube, die haben sich verloren, haben sich verirrt. Diesen Archäologist. Ich kann es nicht reden, Alter. Ah, das ist eine rührende Geschichte. Ich hatte schon so ein paar Archäologisten gesehen. Na, letzten Zeit nur. Sind diese Richtung da gegangen? Ich denke, du wirst sie finden, wenn du einfach da lang weiter gehst. Danke, Sir. Viel Glück. Und denk dran, mich zu besuchen. Ich habe hier einen Shop in der Nähe, also vielleicht sehen wir uns. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Aber ja, doch. Ich glaube, jetzt kann ich mich noch ein bisschen umschauen. Ich weiß noch nicht, ob ich mich das ganze Level lang noch umschauen kann. Aber hier kann ich rein. Achso. Oh. Ah, kann du die Lost Red von Ballon für Greeter oder Top of the World of the Short Boy? Flexor Sense and Weeks of Black Magic. Ich glaube, diese Texte sind alles von den Eltern, wie sie sich halt hier verirrt haben und was sie gesehen haben, glaube ich. Das ist meine Theorie. Warte mal! Doch! Warte, ich kann mich hochschieben! Nein! Boah, das ist schwierig! Oh mein Gott, das ist actually möglich, das ist actually möglich. Nein! Ach, komm, egal. Aber es geht, es geht. Ah, hier sind wir wieder hier. Ach, so kommt man überhaupt hier hin. Okay. Ich schaue mich nochmal hinten ein bisschen um, ob ich nochmal ein paar Sachen wie die Vasen hier alles einsammeln kann. Für die 100% und so. Ah, warte mal. Stau, komme ich sowieso nicht mehr hoch. Oh, das hätte ich alles einsammeln müssen. Warte, 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 das könnte doch noch funktionieren, warte, 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 ja, nein, ja, da war noch eine Vase, oh mein Gott, ja, es funktioniert. Okay, ich habe mich noch ein bisschen um. Und ich brauche gar nicht mehr Karten, weil da hinten ist schon direkt eine Redcoin, die ich überpasst habe. Flop. Aber ich glaube mehr nicht, oder? Ich will mich damit noch mal umschauen, ehrlich gesagt. Ah ne, hier war der Anfang. Okay, dann geh ich wieder zurück. Hier sind noch Vasen, hier ist bestimmt noch was drin. Ja, eine Münze. Okay, da oben habe ich noch einen Chaos Emerald gesehen. Da möchte ich gucken, ob ich da noch irgendwie ganz fix rankomme. Ja, einfach hier. Zack, zack. Okay, das finde ich aber cool, dass man sich das im Nachhinein noch alles anschauen kann. Dass man nur den Anfang eigentlich selber machen soll und den Rest kannst du dann später noch nachholen. Das finde ich eigentlich ganz cool, actually. Ich denke, hier kann man auch lang. Ja, doch, da kann man auch lang. Musst du aufpassen. Weil ich noch zwei Leben habe. Da oben ist aber noch eine Vase. Und die kriege ich. Ich krieg dich. Yeah, ich krieg's das Spiel aus. Ich meine, ich benutze nur die Game Mechanics. Ich cheat hier gar nicht. Aber wieso fehlen mir zwei Münzen? Ist das dein Ernst? Whoop. Gut, dass ich gesagt habe, dass ich keine 100% mache.
sondern es ist nur ein Versuch. Okay, wie gesagt, wir machen pro Folge, würde ich sagen, eine Welt. Das heißt, dass wir jetzt eigentlich noch weitermachen, obwohl die Folge schon eine halbe Stunde lang ist oder so. On Foot Racer. Ja, denn hier... hier ist der Shop und da hinten ist schon der Boss, glaube ich. Es gibt Hüte. Oh, es gibt Hüte. Oh mein Gott. Dafür kann man das Geld sammeln. Locked on sale. Okay. Brim. Ruhig doch die ganzen Hüte, oder? Nein, da können wir nicht leisten. Okay, wir sehen aber, während sie dabbt, die Hüte, die wir jetzt gekauft haben. Und der ist süß, der Hut. Den nehmen wir. Man kann sich hier noch in der Galerie Sachen kaufen. Süß. Es gibt noch ein Bestiary, wo man sich die ganze Welt anschauen kann. Und Medals sind einfach die Achievements auf Steam. Ja, nett. Gefällt mir. Und nun wird's ganz schön prickly. Ganz schön stachelig. Hier im Bosskampflevel, wie ich vermute. Ja, die Fliegen, die machen eigentlich nichts. Die haben eigentlich nur Angst vor allem. Aber das können wir ausnutzen. Ah, hey. Ich hab gesagt, du hast Angst vor mir. Nicht, dass du direkt zu mir rennst. Hey, das sind ziemlich viele Steine. Vielleicht sollten wir im Rhythmus zwischen denen bleiben, damit wir nicht gesquasht werden. Ja, danke für diesen eher unnötigen Tipp, aber trotzdem, danke. Ich probiere jetzt was. Das könnte funktionieren, mich so Damage boosten. Ich meine, wie soll man denn sonst hinkommen? Geht ja sonst nicht anders. Deshalb, das könnte actually funktionieren. Jetzt. Nein, nein, nicht jetzt. Ah, lass mich hoch, lass mich hoch. Nein. Ach, egal. Komm, kill mich dir kurz. Nee, jetzt mal ehrlich, wie soll man da sonst hinkommen? Obwohl, da hinten ist aber was. Ein blauer Pilz, I guess. Ich kann die nicht anvisieren, oder? Oh. Hey. Okay. Nee, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ach, da, schaut mal, da glitzert irgendwas. Man braucht dafür irgendeinen Block oder so. Haut doch noch irgendwas. Hey, diese bouncigen Pilze, die werden ziemlich nützlich werden. Wusstest du, dass du höher bouncen kannst, wenn du gedrückt hältst? Ah. Nee, wusste ich nicht. Ah, gut zu wissen. Bonk. Ey! Immer werde ich hier gemobbt. Was soll das? Das ist nicht nett. Ist das überhaupt ein Boss-Level? Auf jeden Fall das letzte Level, glaube ich. Ich hab voll Bock, unsere eigenen Sterne zu machen. Unsere eigenen Sterne machen? Was meint er damit? Wir können uns Sterne machen? Wie? Da oben ist wieder ein Bundeslevel. Oder es geht da weiter. Das könnte auch sein. Blöpp. Und blöpp. Yeah, ich kann sowas. Wuhu! Warte mal, kann das sein, dass ich einfach die ganze Zeit lang laufen kann? Warum funktioniert das? Ja, wie gesagt, da hinten ist was, aber da komme ich jetzt noch nicht ran. Vielleicht kann man auch noch nicht 100% machen. Das könnte auch sein. Egal, kümmere ich mich drum. Wir haben hier... Oh. Hi. Ein weiterer Mensch! Ich habe es satt von euch kleinbeinigen Dingern. Der Meister wird mich verprügeln, wenn ich einen von euch Menschen noch durchlasse. Also, ich verpasse jetzt eine. Nein! Was soll das? Wow, 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 wow. Können wir ihn irgendwie ins Wasser locken? Oder so? Wow. Was macht denn da jetzt? Ah, warte mal. Bam! Die Fliegen mag er gar nicht. Aber sieht irgendwie aus wie ein Kalko-Demon, oder? Oh no. Und doch, das ist ja ein Bosskampf. Und dann komm ich doch an. Wow. Hey. Bam. Und. Ah, schade, ich hab's aus dem Sinn gekillt. Macht nix. Noch leben wir. Noch geht's uns gut. Und ihm gleich nicht mehr, wenn ich ihm die nächsten zum Essen gebe. Aber irgendwie... Jetzt, guys. Hä? Warum kann ich denn jetzt das angreifen? Was ist das normal? Nee. Nur wenn er dieses eine Gesicht macht. Oder so... guckt.
Dann jetzt geht es. Vorher geht's leider nicht. Also sind die Fliegen vorher nutzlos. Jetzt kann ich's machen. Bam! Und er ist down. Let's go! Wenn euch dieses Spiel gefällt, würde es mich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Ein Sub, damit die nächsten Folgen nicht verpasst. Und auch beim nächsten Mal dabei seid. Yay! Pete Prickly. Ah, er heißt sogar so. Huh. Und wir kriegen nochmal einen Bonus. Ein Max Health Up. Ein. Ja, mehr Leben. Ein mehr Leben, genau. Das habe ich toll gesagt. Yay!